Sprecht mit dem Nachbarn, hört auf zu reden übereinander, lernt euch wieder kennen. Ich bin auch in der Zeit aufgewachsen, sehe vielleicht nicht so aus. In den 80er Jahren, da hat man sich noch guten Tag gesagt im Haus, wenn ich irgendwo neu eingezogen bin, in einem Mietshaus, ziemlich groß. Dann ist man durchs Haus gegangen und hat Hallo gesagt untereinander, hat sich vorgestellt. Man wusste, wo man wohnte. Wenn ich eine Bohrmaschine brauchte, habe ich sie mir geliehen. Heute hat jeder eine Bohrmaschine bei sich im Dachboden oder sonst wo zu liegen, nutzt sie vielleicht über das ganze Lebensjahr von dieser Maschine ganze 5 Minuten. Aber wir haben alle schön viel Schrott zu Hause und fühlen uns glücklich. Wir brauchen eine andere Zeit. So geht's nicht weiter, verdammt nochmal. Dieser Weltball ist am Kollabieren. Die Ozeane sind am Kollabieren. Ja, die Waldameise aus dem Ozean, der Hai, der wird weggemeuchelt, ja. Bloß weil ihm die Rückenflosse weggeschnitten wird für irgendeine Suppe. Ja. Dabei sind das die Tiere, die uns hier helfen, zu überleben, mittelfristig überhaupt. Genauso die Qualleninvasion im chinesischen Meer. Was machen wir? Wir fischen auch noch die letzten freilebenden Thunfische weg. Great Barrier Reef ist komplett tot. Ja, und wir haben nichts Besseres zu tun auf diesem Planeten, als Krieg zu führen. Tut mir leid, Frau Merkel gehört in den Knast. Herr Schäuble gehört in den Knast. Frau von der Leyen, genauso. Die können wir alle mal kreuzweise den Buckel runterrutschen und mit der Zunge bremsen. Und der schlimmste Verbrecher hinter allen ist Jörg Asmussen. Informiert euch über diesen Mann, was Jörg Asmussen schon unter Kanzler Kohl eingeleitet hat. Den Ausverkauf von uns hier. Informiert euch selbst. Glaubt nichts, lernt zu denken. Und jetzt würde ich am liebsten ein bisschen Musik hören, weil ich werde sonst zu wütend. Kann ich nochmal gerade was sagen? Ja, bitte.